Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Timegate Night Shift. Ja, wir sind hier in einem Gewölbe unter diesem Kloster. Sieht aus wie eine Art Laboratorium. Ich befürchte, dass ich irgendwo was vergessen habe. Oder dass ich die Sachen, die ich schon habe, alle kombinieren muss. Das muss ich vermengen. Was soll ich mit einem leeren Kübel? Das muss ich vermengen. Vielleicht hier. Da gibt es nichts mehr. Irgendwas fehlt mir. Irgendwas finde ich hier nicht, was hier rumliegen muss. Ah, Antimonpulver und Reagenzglas. Das hat mir gefehlt. Jetzt habe ich die Zutaten zusammen. Nehme ich die Bleikörner. Halbes Maß Zinnpulver. Doppelmenge Wasserwiderstand. Weihwasser. Mischen wir uns hier die Mega-Alchemie-Rezeptur. Und dazu einen Schoppen Antimonpulver. Super, dass die hier alles vorrätig haben. Jetzt haben wir Reagenzglas mit Zaubermixtur. Ein Seil noch, keine Ahnung, wofür das ist. So, bevor wir aber da reingehen, speichern wir. Kann ich jetzt hier irgendwie was machen? Das muss ich zum Öffnen benutzen. Öffnen. Da ist nichts Besonderes. Wie komme ich denn in den Bannkreis rein? Ich jetzt reingehe, bin ich tot, ne? Ja. Okay, das geht schon mal nicht. Das heißt, ich stelle mich hier vor und benutze das Seil. Ist jetzt am Kübel dran, das Seil. Ein leerer Kübel mit Seil. Der Fackel? Ah, ich kann das hier im Brand stecken. Das Pentagramm. Und dann kann ich auch da durch, weil das nicht mehr den Zauber hat. Super. Awesome. Und hier muss ich sehr wahrscheinlich das Reagenzglas benutzen. Halt. Zugesperrt. Ich stehe nicht davor, hey? Öffnen, suchen. Ein geschlossenes Buch. Sind die Türen aufgegangen? Ist wieder auf Kämpfen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Sagt da nichts. Hey, Juliette! Endlich kam nicht. Oh, da hinten ist irgendein Gesicht. Böses Wesen. Speichern wir mal und rennen mal darüber. Was war das? Nein, da ist nichts Besonderes. Okay, warte, da ist es wieder. Greif mich doch. Das soll einfach nur atmosphärisch sein. Was machen wir denn hier? Sie schläft. Siegel des Templers. Soll ich mit einem leeren Kügel? Keine Ahnung. Siegel des Templers. Mir fehlt der Handschuh. Suchen.
Ein Brunnen. Ja. Dann weißt du doch, was du hier sollst. Leerer Kübel mit Seil an dem Brunnen. Okay. Dies war nix. Erstmal das Siegel nehmen. Hier vorsichtig hin. Sehr wahrscheinlich muss ich sie wach machen mit dem Wasser. So, das benutzen wir doch direkt mal hier bei ihr. Los, werd wach. Was ist passiert? Du hast mich gerettet. Lass uns ins nächste Café gehen und ein Cappuccino trinken. Oh ja, das ist die richtige Juliette. Nicht dieses grüne irgendetwas dämonische Wesen da in der Zelle. Seid ihr William? Lasst euch nicht täuschen, Ritter. Ich bin der Schatzwächter der Tempelherren. Als ich euch vorhin von hinten sah, dachte ich, es handle sich um einen Dieb. Nehmt diesen Schatz. Er ist von Rechts wegen der eure. Er wird euch reicher machen als jeden anderen Herrscher auf Erden. Alles ist dein Herr. Nimm deine Schätze in Besitz. William! Oh. William! William! Wow. Böses Monsterwesen hinter mir her. Und ich brauche diesen Handschuh da draußen sehr wahrscheinlich. Na komm, folgt mir erstmal. Ich brauche ein bisschen Freiraum. Und dann speichern wir hier mal. Los, Hochtick, rein da und den Handschuh holen. Der ist bestimmt hier in der Kiste oder sowas. Boah. Okay. Ja, ich wollte die anderen Schätze nicht. Ich will doch nur den Handschuh. Wo ist der Handschuh? Handschuh, Handschuh, Handschuh. Okay. So wie es aussieht, ist der nicht da. Soll ich vielleicht hier das Siegel der Templer? Mir fehlt der Handschuh. Ja, ich sehe aber auch hier keinen Handschuh. Ich sehe hier nur Schätze. Schätze und Aber von Schätzen. Was da hinten drin? Nein, bringt mich alles direkt um. Da müssen wir hier rausrennen und irgendwo anders diesen Handschuh finden. Hey, du Mistkerl. Na, da kann ich jetzt nicht rein, sehr wahrscheinlich, ne? Gehe ich bestimmt direkt drauf. Ja, so ist es. Gerannt. Vielleicht kann ich jetzt oben dieses Kreuz bewegen beim Fenster. Oder der liegt direkt da unten, wo ich gerade gewesen bin und ich habe ihn noch nicht gesehen. Wie ich das mein Glück kenne, wird es wohl so eher sein. So, schieben. Jetzt sagt er aber nicht, dass es zu spät ist.
Der falsche Zeitpunkt. Schieben. Geht nicht. Aber er sagt nicht. Seltsam. Bin ich etwas überfragt? Der muss irgendwo da unten liegen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Zwar irgendwo hier drin. Wo ist dieser Handschuh, von dem die geredet haben? Kann ich den vielleicht hier irgendwie mit dem Siegel... Mir fehlt der Handschuh. Kann ich den bekämpfen hier? Komm her. Mein lieber Scholli. Ganz schön frustrierend. Wo ist der Handschuh? Wo ist der Handschuh? Oh. Egal, wo ich hier hingehe und was aufheben will, ich werde... Naja, ich kann den auch nicht erwischen, da, den Kerl. Tarateuer. Das hier. was jetzt passiert? Der ist wohl ins Wasser gefallen. Keine Ahnung. Kann man das hier verschieben? Geheimer Durchgang. Auf jeden Fall ist dieses Mistvieh weg. Dafür lohnt es sich doch schon mal zu speichern. Aber wo ist der Handschuh? Ich sehe keinen Handschuh. Handschuh, Handschuh, wo bist du? Oh, ich bin direkt erwischt. Na gut. Dann machen wir mal hier einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.